Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden Sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Und damit hallihallo, meine Lieben, zu einer neuen Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Wir sind wieder dabei. Und anscheinend erzählt uns Hudson nur die halbe Wahrheit. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Anton Volkov. Anton Volkov. Händler mit Sitz in Ost-Berlin. Seine Verbindung zu Perseus hat uns ziemlich überrascht. Wir haben Befehl, Volkov gefangen zu nehmen oder zu töten. Wenn wir nicht an Perseus rankommen, dann eben an seine Leute. Ja. Wir schneiden ihm die Ressourcen ab. Locken ihn aus seinem Versteck. Das ist ein guter Plan. Es liegen noch Angelegenheiten in Kiew. Also gehört Volkov uns. Bereit machen. Wir rücken aus. Check. Wo wird denn hin? Zu ihm anscheinend. Dann reden wir auf der Fahrt, Bell. Achso, wir müssen wieder zur Talabfälle. Zusätzlich zu deiner nächsten Mission sind jetzt die optionalen Nebenmissionen Operation Roter Zirkus und Operation Chaos freigeschaltet. Und an der Beweistafel verfügbar. Herhören, ein Ex-CIA-Agent, Robert Eldridge, ist übergelaufen. Langley glaubt, dass das Arschloch mit Perseus zusammenarbeitet, um einen Spionagering auf US-Gebiet zu etablieren. Wir haben eine verschlüsselte Diskette von einem seiner Agenten, auf der vermutlich alles draufsteht, was wir über sein Netzwerk wissen müssen. Wir müssen nur rankommen. Okay. Wir wissen, wo Eldridge sich aufhält und könnten ihn jederzeit dingfest machen. Wir gucken mal, ob wir die Diskette entschlüsseln können. Zugriff verweigert. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht auch den gesamten die Hinweise auf das Passwort der Diskette enthalten. Ach du Kacke. Das ist ja das ist ja quasi kompliziert. Okay, wir machen erstmal die Mission. Mit den ganzen Beweisen, Warnung. Ach so. Okay. Anscheinend können wir das noch nicht machen. Ja, damit verbracht eine Gruppe Sowjetagenten. Ein Haufen Menschen. Operation, Herr Freundschaft, musst du dich für drei Verdächtige entscheiden. Benutze das Menü. Ah, okay. Richtige ansehen. Okay, Sinclair ist auf jeden Fall äußerst verdächtig. Der auch. Ja, und er. Okay, können wir jetzt. Vadim Rudnik tot ist, kannst du deine drei Verdächtigen nicht mehr ändern. Weiß nicht, ob das gut ist, was wir jetzt machen. Moment, was steht hier nochmal? Es ist ja eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspielen. Könnten strategisch positioniert sein. Kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet.
Ihr Betreuer ist ja, er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rotniks Position und können vorgehen, aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir nicht, alle eingeschlossenen Agenten zu erwischen. Ah, okay. Also die Nebenmissionen sind jetzt anscheinend noch nicht so wichtig. Hans Kraus. Okay. Das Spiel ist echt komplex irgendwie. Also, was ich schon gehört habe, es gibt ja wohl verschiedene Enden. Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Och, schön, wir fahren nach Berlin, wie geil. Die Stadt betritt. Wenn Volkov... Also, wir sind ja, glaube ich, sogar... Unsere Unterschlupf ist ja eh in Berlin. Okay, okay. Schauen wir mal. Riss in der Mauer. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereit halten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Modernes Berlin. Berlins Nummer 1 für Lebensart und Kultur. Was sollen wir denn überhaupt machen? Liegt eine Zeitung. Das heutige Deutschland. Warner Dragon. Haben wir ja schon getroffen. Warte mal. Doritos gab es doch damals noch gar nicht, oder? Also zumindest nicht in Berlin. Oh, hier ist Licht aus. Ramontisch. Bringen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Erstmal aufmachen hier. Und los geht's. What? Warum springen wir jetzt aus dem Zug? Achso, wir sind ja im Osten eingereist. Jetzt wäre... Deutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Jetzt wäre ja Grenzkontrolle sonst... Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschlagen. Was sind die Patrouille? Bewegung auf dem Bahnsteig. Habe ich. Was ja. Sieht immer noch so aus wie die U-Bahn, die heute zum Teil noch in Berlin feiert. So ein bisschen zumindest. Oh. Oh, da hätte ich... Das war nicht ganz so sauber gespielt. Wait! Moment! Wir sind ja... Also warum... Fällt mir jetzt gerade erst auf. Ist in Ostdeutschland die MP5 verbreitet? Das ist eher nicht so... Ja, historisch nicht ganz so korrekt, ne? So.
Wir müssen wahrscheinlich hier hochklettern. Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Wir öffnen das Feuer, wenn Sie sich widersetzen. Runter! Sofort runter! Jetzt! Was zum... Oh. Sehr gut. Damit habe ich jetzt... Ich dachte, wir rammen den einfach irgendwie Messer ins Gesicht. Oder so. Schneiden den in die Kehle durch. Okay, hier muss man immer mit James Bond-Aktivitäten rechnen anscheinend. Das erinnert ein bisschen so... nicht so ein bisschen an Splinter Cell. Gehen wir rauf aufs Dach. Ein bisschen, ne? Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Okay, wir auch. Achso, er meint ja uns. So. Ja, dann geh doch. Vorsicht, Scheinwerfer. Naja, er ist aber... Oh Gott. Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Oh, wir sind an der Mauer. Das ist ja schon geil. Das ist schön, der Grenzstreifen. Ja. Hopp. Gehen wir mal weiter nach oben. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Wo ist denn die Kamera? Achso, drei. Verdammt, Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn Kraus verpasst er sein Treffen mit Volker. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Was? Mit dem Aktenkoffer? Da. Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Achso, er kam. Och, guck mal. Schöne DDR-Flagge fotografieren. Komm, machen wir nochmal schön groß. Danke. So, jetzt müssen wir den Dude hier aber verfolgen, nehme ich an. Wir weiter? Mir nach. Okay. Gehen wir hier mal runter, wenn er das sagt. Wir nehmen erstmal wieder Kraus hat eben die Mauer passiert. Unsere Knarre mit. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Scheiße. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Da sind doch schon wieder... Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Ah, okay. Die Wachen ignorieren uns erstmal. Das ist ganz gut. Das ist unser Auftrag. Erstmal die Bar betreten. Mach mal hier zu. Eine Informantin, sagte er. Ja? Die Informantin hat einen blauen Schirm bei sich. Ein blauer Schirm. Da ist ein blauer Schirm. Okay, okay, okay. Das ist halt wirklich... Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Anders als andere Call of Duty-Kampagnen. Über meine rechte Schulter. Dann aktivieren wir mal das Abhörgerät. Natürlich versteckt in der Zigarettenschachtel. Wo auch sonst. Eine Berliner Weiße, bitte.
Oh, schön, Berliner mit Schuss. Hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov? Berliner weiße Himbeer. Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Oh Gott. Kriegen wir das etwa gleich mit der Stasi zu tun? Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Warte mal, was stand da für ein Name drauf? Dankeschön. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Okay. Ich glaube, Volkov kommt rein. Aha. Wo ist Volkov? Man ist ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Oh oh. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Oh oh. Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Bleibt unser Ticket zu Volkov. Wie komme ich denn? Sofort. Komme ich denn jetzt hier raus? Hören Sie mich? Machen Sie die Tür auf! Schließen Sie augenblicklich diese Tür auf! Ah, da! Ich befehle Ihnen sofort rauszukommen! Oh Gott! Aufmachen, Stasi! Oh Gott! Oh Gott, das ist ja jetzt schon wieder so ein bisschen Assassin's Creed-like. Okay. Ich brauche mehr Zeit. Treff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Und Sie? Ich bleibe heute Nacht bei meinem Freund. Ich habe ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schloss knacken. Ach du Kacke. Ich frage nicht noch einmal. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ich die Knarre auch wieder wegstecken? Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für Sie. Sei weg. Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Okay. Macht das. Ich hab gar nichts versucht. Dann machen wir das mal hier. Ich sehe mir das an. Gehen einfach mal hier hoch. Das, so eine Mission finde ich so eine Hide and Seek ist das nächste. Also hier schleichen und so Mission finde ich ziemlich gut. Geh mal hier weiter. Also das ist auf jeden Fall spannend.
Oh, der war vielleicht nicht. Wer ist da? Komm. Oha. Ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja. Okay, das war ein bisschen blöde. Aber der Grundgedanke ist, glaube ich, relativ richtig. Hopp. Okay, hier wieder hoch. Ich untersuche das. Ist das verboten? Und dann. Wie ist die Lage? Ich bin in einem Laden gegenüber von Kraus. Meinen Sie nicht? Er kam gerade nach Hause. Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Ja, ich bin jetzt schon unterwegs. Bleib mal ganz ruhig. Das ist unmöglich. Ich habe nichts Verbotenes getan. So. 21 Meter. Das mag sein, Herr Fischer, aber es liegt ein Haftbefehl gegen Sie vor. Schauen wir mal. Ich brauche Hilfe. Shit. Okay. Na gut, das war dann, glaube ich, mit der. Wir machen das in geheimen Mission. Ah, die Nachladeanimation ist schon. Da ist er. Das alle? Nee. Oh, Kacke. Wow. Okay, wir laufen mal ein bisschen. Scheiß habt ihr. Hä? War ich doch schon. Mein Gott! Alles jetzt alle, bitte. Moment. Ah! Kommen wir hier irgendwo rein? Oh ja, hier ist so eine offene Tür.
Ja, gut. Die hätten wir vielleicht... Unauffällig nennst, helf uns Gott. Die hätten wir vielleicht gleich nehmen können, die Tür. Ich bin noch drin. Sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Okay, wir sind wieder auf der Straße. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Oh, das ist natürlich belastend. Ohne so ein Präsentwürstchen ist natürlich schwierig, die ganze Geschichte. Dö. Das Licht. Mach zu. Wir sind zurück. Vor ein paar Minuten habe ich bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Moment. Kraus telefoniert gerade. Okay. Bell, Augen auf Kraus. Der Aktenkoffer ist sicher. Ich hatte dich die ganze Zeit bei mir. Wo und wann? Hä? Ach so. Ah, geh mir doch aus dem Weg. So. Was denkst du, Lazar? Also, mal machen noch mal ein Foto. Ist er ein krasser Geheimagent? Geht so krass vielleicht nicht. Einer von uns kann sich in Kraus Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Oh. Reizend. Belastend. Öffnen. Da sind wieder Bullen. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Ja, ja. Bekomme ich Probleme? Dö. Ich hab Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bell, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Okay. Geh mal nach oben. Seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Ich bin bereit. Oh, nee, bin ich doch nicht. Hä? Warum geht er denn nicht auf? Ich verstehe das Prinzip nicht. Ah. Gute Arbeit. Jetzt finde den Aktenkoffer. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Frische. Schläft erstmal. Sie wird stundenlang schlafen. Hä? Wo packen wir die jetzt hin? Wir setzen sie mal auf die Couch. Hätte doch gar... Ah, sie schläft. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Was ist denn das Kind? Gott.
Okay, hier ist der Koffer anscheinend auch nicht. Und da kamen wir, glaube ich, nicht rein. Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Papa, ich komm gleich raus. Wer sind sie? Das war sein Büro. Ich dachte, eine der anderen Türen ist sein Büro. Hallo? Okay. Dann nehmen wir sie halt mit. So, dann packen wir sie hier auf den Tisch, aufs Sofa. Okay, dann gehen wir da oben und wir müssen durch eine Tür direkt. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Oh. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Okay, er ist runtergegangen. Das Kinderzimmer. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Papa, bist du das? Ist kein Aktenkoffer, Leute. Ist der... Kann ich im Badezimmer sein, oder? Nee. Der muss ja dann hier sein. Wir gucken hier mal nochmal. Ich bin irgendwie nicht so der überkrasse Geheimagent, würde ich jetzt mal sagen. Verstehe es nicht. Bell, Kraus ist im Schlafzimmer. Nicht angreifen. Bell, geh Kraus um jeden Preis aus dem Weg. Das Schlafzimmer war doch da oben. Jetzt ist hier die Tür offen.
sind abgelaufen. Ich hab sie noch nicht verlängern können. Meine Was? Wie sind sie hier reingekommen? Hä? Wo hat er mich denn jetzt gesehen? Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Ja, wo denn? So, wir gucken hier noch mal rein. Hier ist nichts. Zu? Das ist das Kinderzimmer. Das ist eine Tasche. Leute, ich würde ja gerne weitermachen, aber ich weiß halt nicht, wo ich noch suchen soll. Belle, Kraus ist im Schlafzimmer. Nicht angreifen. Könnt ihr das Schlafzimmer bitte verlassen wieder? Mülleimer. Also ich verstehe wirklich nicht. Es gibt ja so viele Zimmer nicht in diesem Raum. Was macht der denn jetzt da drin? Der ist doch eben auch nochmal nach oben gegangen. Belle, geh Kraus um jeden Preis aus dem Weg. Der war da gerade an dem Schrank. Jetzt geht er wieder. Was? Wie sind Sie hier reingekommen? Hä? Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer.
Was? Ah. Oh, da ist auch noch was. Ich kann dich nicht mehr sehen. Hier stand doch gerade Licht. Da ist er auf dem Aktenkopf. God bless. Geht immer um Atombomben. Immer. Hilfe! Was? Hilfe! Wer ist sie denn? Dann bin ich ein schlechter Geheimagent. Hallo? Sollen wir das in das Herrn Ihre Wohnung eindringen? Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm. Ja. Sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße. Tut mir leid, Greta. Ach, das war doch die Tante, die wir in der Bar getroffen haben, ne? Ja, okay. Wer ist er? Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ey, was soll das? Erstmal pauschal. Leck mich auch schon noch. Ey, ich bin krasser Geheimagent. Ich kenne die Frau nicht mal. Wir machen es leicht. Du willst nicht, dass ich mein Spielzeug auspacke? Ich frage nochmal, für wen arbeitest du? Wir fragen immer. Fragen sind mir echt egal. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Okay. Ey! Mach mich los! Dann können wir uns gemeinsam prügeln. Ich glaube, das sind meine Leute da oben. Wir haben quasi einen Lockvogel gespielt. Wow. Wow. Russen. Überall ist Russen. Ist Russen, sind Russen. Die brauchten damals echt noch lange zum Nachladen, ne? Wow. Gott. Geh mal hier hoch. Den haben wir. Den haben wir auch. Den da haben wir auch. Den haben wir auch. Ja, wie denn? Ist alles voll mit Russen, Leute.
Wow. Okay. Was war denn das jetzt? Auf jeden Fall war das nicht so, wie ich es geplant hatte. Oh, guck mal, Granaten. Noch mehr sperren kann ich nicht. Okay, wir gehen mal wieder hier hoch. Oh, guck mal. Das mag gerade nicht so viel Sinn gemacht. Ach, guck mal, dafür nutze ich mal die Dragunov. Alter. Die Schussanimation. Das ist gar keine Dragunov. Die Schussanimationen sind irgendwie ein bisschen. Ja, sagen wir mal, clunky. Slazar. Kommst du denn her? Granada! Alter, wo kommen die denn alle her? Jetzt ist aber mal gut. So. Wir greifen ihn mal. Endlich. Es war eine interessante Mission. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin. Okay. Das war dann quasi für heute. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss, tschüss. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Thank you.